Schweizer Publikum freut sich auf ein leckeres Essen. Ich hoffe, Sie zu Hause auch. Aber zunächst müssen wir erst mal kochen. Ich kann Ihnen sagen, Dankeschön. Zunächst möchte ich Ihnen erst mal verraten, was es heute bei mir zum Essen geben wird. Es gibt als Hauptspeise ein Kalbskotelett, gefüllt mit Mozzarella-Käse, und das Ganze wird eingewickelt im Speck, schön gebraten, dazu Frühlingsgemüse und einen leckeren Salat. Und dann wird mein Gast heute zubereiten für das ganze Publikum Crème Brûlée von Zitronengras und Ingwer. Und dazu einen leckeren Erdbeersalat mit Minze und weißem Rum. Also, freuen Sie sich drauf, hier gibt es zwei leckere Dinge heute zum Essen. Zuschauer gibt sich ja zu Hause mit einem Zwei-Gänge-Menü zufrieden. In dieser Sendung gibt es Vier-Gänge-Menüs und die zwei Gänge, die jetzt kommen, macht kein geringerer als der liebe Horst. Dankeschön. Ist gut. Dankeschön, ihr Lieben. Dankeschön. Natürlich muss man eine Grundlage haben, wenn man so ein exklusives Menü bekommt wie von meinem Johann. Und ich versuche es heute mal, weil ich habe einen traumhaften Gast an meiner Seite, mit einem Frühlingskräutersüppchen mit Garnelchen und einer fangfrischen Forelle aus dem Ofen mit einem Kartoffelstampf und dazu Brokkoliröse mit schönen gerösteten Mändelchen. Und dann ist alles offen, was danach kommt. Aber die wichtigste Zutat fehlt hier überhaupt noch. Die muss ich noch in den Arm schließen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ich wäre das Feuer. Darauf hat man angefangen zu kochen. Dann ist er das Ceranfeld. Johann, komm her. Komm her, mein Großer. Ja. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute wieder zwei wunderbare Gäste haben. Ich darf ausnahmsweise mal anfangen, weil ich freue mich wirklich. Ich kenne ihn schon so lange. Ich habe mit ihm wunderbare Momente erlebt in meinem Leben. Ich glaube, seine Musik habe ich wirklich von klein auf gehört. Ich glaube, jeder kennt ihn auch. Und ich muss sagen, wenn einer 208 goldene und 17. Platin-Schallplatten erreicht hat, dann hat er in seinem Leben, glaube ich, etwas Außergewöhnliches geleistet. Er ist eine lebende Legende. Absolut. Ja? Und mein Gast, da freue ich mich sehr drauf, weil ich muss sagen, wer darf schon mal von sich sagen, dass er Deutschlands beliebteste Schauspieler an seiner Seite hat? Eine junge Dame, die auch Musik machen kann, die Bücher schreibt und im Fernsehen und im Kino einfach etwas ausstrahlt, wo man sagt, ich glaube ihr das, was sie da gerade macht. Ich freue mich sehr auf die junge Dame. Und da es eine junge Dame ist, darf ich anfangen. Bitte. Ja, Johann. Hier ist sie nämlich, meine Damen und Herren, Jasmin Tabatabai. Und James Last. Gestern Abend Konzert in Leipzig, dann hier nach Hamburg gefahren, zu uns heute am Samstag. Und noch was ganz Besonderes, er hatte gestern seinen 86. Geburtstag, meine Damen und Herren. So, und guck mal, hier. So, lieber Horst, wenn heute in der Küche nichts funktioniert, es gibt auf jeden Fall ein Stück Kuchen zu essen.
Ja. Übrigens, Johann, weißt du eigentlich, das war ja die Traumschiff-Musik, die hat ja jeder erkannt. Die hast du geschrieben, lieber James. Ja. Das heißt, jeder kennt deine Musik. Es ist unfassbar. Was für eine Ehre für uns. Ein wahnsinniger. Aber Ehre. Dich im Arm, ihn davor. Johann, unsere Liebe ist gefährdet. Ja, genau. So. Wir gehen mal rüber. Wir kochen jetzt, gell? Und zwar, wir machen jetzt diese Zitronengras-Creme Brûlée. Das heißt, du schneidest das Zitronengras, das muss man etwas schneiden, damit das Aroma rausgeht. Grob in Würfel, das ist hier Milch und Sahne. Und das ist irgendwo einfach in grobe Stücke schneiden. Dann kochen wir das auf und dann tust du die Eier trennen und wir schlagen die Eigelbe auf mit Zucker. Das sind die nächsten Schritte, die du machen musst. Also erstmal Zitronengras und Ingwer grob schneiden und hier reinmachen. Okay. Kochst du öfter mal zu Hause? Ja, schon. Das war sehr überzeugend. Das ist ja ein Nachtisch, der dauert ja 3 Tage bei mir. Warum? Das ist doch, ich bin an deiner Seite und ich kann dir schon mal eins sagen. Ich habe auf jeden Fall etwas nachher zum Essen für uns. Mach dir keine Sorgen, es wird alles gut. So, hast du das gesehen? Das ist, wenn man bei Johann kochen darf. Ja. Eben noch lebende Legende und zack, 2 Sekunden später bis am Gemüse schnibbeln. Ja. Ja. Das ist eine ganz andere Welt. Ich dachte, das macht man so bei euch in der Sendung. Mit dem Gemüse schnibbeln? Ja. Nein, auf meiner Seite wird man immer größer, größer, größer gehoben. Ach, bin ich aber froh. Ja, weil dann fällt der Blick nicht mehr so auf mich und das, weil ich koche. Das ist eine wunderbare Geschichte. Du, wir machen ja sehr schön Fisch. Okay. Kochst du eigentlich tatsächlich zu Hause? Ist das nur klar, wegen der Sendung heute? Ich bin dreifache Mama, was soll ich machen? Ich muss kochen. Dreifache Mama, das heißt... Aber was ich natürlich noch viel spannender finde, ganz frisch, Deutschlands beliebteste Schauspielerin. Am 11. Januar ist es, glaube ich, rausgekommen. Ja, ja, ich habe gedacht, das ist ein April-Scherz. Ja. Ja, jetzt überleg mal, wen hast du alles weggerobbt? Senta Berger, die ganzen Großen des deutschen Films. Und du bist auf einmal die beliebteste überhaupt. Und dann von einer Fachzeitschrift, ja, die große Zeitung mit den 4 Buchstaben. Aber die haben jemand beauftragt. Und die haben das Wichtigste gefragt an Jury, was es gibt, das Publikum. Und das Publikum hat dich gewählt. Kannst du dir das für dich selber erklären? Wie hast du reagiert drauf? Ich habe wirklich gedacht, die haben mich angerufen und haben mir das gesagt. Und ich habe wirklich gedacht, das ist jetzt so versteckte Kamera oder das ist irgendwie... Hast du dir selber nicht zugetraut oder was? Ich habe nicht damit gerechnet, überhaupt nicht. Also weil... Ich rechne nicht mit so etwas, keine Ahnung. Ich weiß auch wirklich nicht, wie das passieren konnte. Ja, weil du einfach beliebt bist. Jemand, der dich sieht, guck mal, wenn ich nur überlege, deine wunderbare Krimiserie. Übrigens, wenn die Bitte... Ja, oh Gott. Siehst du, das passiert mir immer in Kochsendungen. Ja, weil das ist das Doofe, weißt du, das ist der Moment, aber das macht dich wieder so unheimlich liebreizend. Ja. Wenn die Butter... Am Anfang ist sie weiß, dann wird sie flüssig, dann wird sie braun und dann kommt dieses Schwarz. Ja. Und das ist falsch. Es ist mir schon mal passiert bei Biolek. Ja gut, da musstest du auch viel Wein probieren, ne? Ja. So, warte. Aber ich habe es dann immer auf ihn geschoben. Ich habe gesagt, er redet zu viel. Bei dir kann ich das auch sagen. Ich werde jetzt ganz wenig reden mit dir. Nein. Ich werde nur sagen, wie heißt deine Sendung? Letzte Spur Berlin. Ja. Erklär mir mal ganz kurz, weil ich kenne sie, aber vielleicht der ein oder andere Zuschauer noch nicht, was mich sehr wundern würde. Worum geht's da? Es ist die Vermisstenstelle in Berlin. Und das ist vielleicht auch der große Unterschied zu den normalen Mordkommissionen. Bei uns fängt nicht jede Sendung mit einem toten Menschen an. So, was ja schon mal schön ist. Ja, wir haben auch Happy Ends. Ich finde das auch sehr schön. Und bei uns ist es eher so, ein Mensch verschwindet und dann lösen wir das Rätsel, was passiert ist. Und es gibt ja tatsächlich, wie viele Menschen verschwinden in Deutschland, ungeklärte Fälle? Ich glaube, in Berlin alleine sind es jährlich 8.000. Was? Ja. 8.000 Menschen, die jährlich verschwinden. Und das ist dann irgendwie, das meiste davon sind Teenager, die dann mal von zu Hause abhauen. Das löst sich dann meistens in Wohlgefallen auf, die so ihre Eltern ärgern wollen. Es gibt sehr viele auch ältere Damen und Herren, die vielleicht so den Weg nicht finden und verwirrt sind. Ja.
Und das Wenigste sind dann tatsächlich wirklich diese schlimmen Fälle. Ganz selten, dass wirklich etwas, ein Verbrechen zugrunde liegt. Und am 24. April kommt ja die nächste Folge. Ja. Da freue ich mich schon drauf. Die können wir alle gucken. Sag mal, ich habe da noch mal so einen Tipp vielleicht. Ist euch schon mal so eine Sendung untergekommen, wo ein Sternekoch verschwindet? Das ist eine gute Idee. Könnte ja sein. Und wo ist er dann? Was ist dann passiert? Na, man stellt dann fest, dass er auf dem Traumschiff verloren gegangen ist. Ah, ja? Sehr gut. Oder im Backofen seines besten Freundes auftauchte. Übrigens, wenn die Zwiebeln so dunkel werden, dann bist du schon wieder ein kleines Stück zu weit. Aber jetzt löschen wir das Ganze mal mit ein bisschen Mehl. Machen eine kleine Mehlschwitze. Sag mal, deine drei Kinder zu Hause. Kann ich gar nicht reden und kochen gleichzeitig, wie man sieht. Ja. Aber du bist doch ein Mädchen. Ja, dachte ich auch. Eigentlich bin ich ja schon eine Frau, ne? Aber ich dachte, das Multitasking, aber... Also wir beide kochen jetzt mal in Ruhe und ich höre mal was, Johann. Johann, wie sieht's denn bei dir aus? Bei mir ist es so, dass ich das Kalbskotelett aufgeschnitten habe, habe hier reingemacht relativ große Stücke Mozzarella und Basilikum. Kannst du hier mal zeigen, ja? So, und jetzt wird das Kalbskotelett zugedrückt und dann wird es schön in einem, auf einem ausgerollten Speck, den ich auf Pergamentpapier ausgerollt habe, eingewickelt. So, dann wird es dann schön gebraten und kommt dann in den Ofen. Damit es nachher schön saftig ist. Siehst du hier so schön? Und jetzt lege ich das da rein in so eine Grillpfanne. Und dann brate ich die beiden Koteletts hier schön an. Schön festdrücken. Und James, wie weit bist du? Ein bisschen misslück. Ich war ja verdammt verloren, aber das. Pass auf, darf ich dir mal kurz was zeigen? Der Horst und ich haben heute extra für dich solche Schuhe angezogen. Denn es ist ja eines deiner Markenzeichen, oder? Ich hab's nicht gewusst. Was? Müsste mich in die Mitte nehmen schon. Warum trägst du gerne so Schuhe? Warum? Komm mal in die Mitte. Warum trägst du gerne so Schuhe? Kann ich besser tanzen. Du kannst besser tanzen? Oh, ja. Horst. Kannst du mal so einen Move zeigen? Komm, wir gehen mal nach vorne. Komm schön, lass mal hier. Johann, komm mal mit nach vorne. Nein, ich komme schon. Moment. Ja. Moment mal einfach. Da muss ich, wir brauchen ein Musik großer dazu. Traum von Johann und mir ist einfach mal dein berühmtes Schnippen. Weißt du, diesen Move. Können wir Musik haben, bitte? Kann ich nicht. Moment. Jetzt bist du dran. Wo wir gerade beim Tanzen waren, du machst auch Musik. Ja. Und zwar Jazz. Ja. Erklär mir, wie bist du zum Jazz gekommen? War das eine Liebe? Hast du irgendwann mal Musik studiert? Nee, ich bin absolute Autodidaktin. Ich war früher Singer-Songwriter, habe also selber auf Gitarre einfache Popsongs geschrieben. Ich hatte mal so einen Musikfilm gedreht vor vielen, vielen Jahren. Ja, wegen dem Geschmack. Ja, genau. Macht nichts. Und, dann habe ich einen Film gedreht mit einem Schweizer Musiker, der die Musik gemacht hat. Das war Gripsholm. Da habe ich so die Sängerin von Kurt Tucholsky gespielt. Und da haben die so, da habe ich so Jazz-Chansons gesungen. Ja. Aus der Zeit. Und seitdem hat dann der David Klein immer zu mir gesagt, der ist ja Schweizer, ja, Jasmin, du musst unbedingt deine Jazzplatte mit mir machen. Und wenn die was können, dann ist es flotten Jazz. Ja. Ganz flott geht das ab, du. Ja, und dann hat er mir das zugeschickt, dann habe ich damit angefangen, gesungen und... Jasmin, weißt du, was ich jetzt ganz toll finde? Weil wir haben uns ja heute erst kennengelernt. Dass ich so gar nicht kochen kann. Nein, nein, nein. Okay. Aber diese Vielseitigkeit, Schauspielerin, Buchautorin, Jazzmusiker und dann aber diese Gelassenheit, wie du gerade hier so am Ofen gestanden hast, beide Hände in der Hose und sagst,
Ja, ich mach dann Jazz, ja. Musik. Ja, was soll ich sagen? Ja, das finde ich gut. Übrigens, ich darf dir kurz unsere Forelle vorstellen, die wird nachher von uns gegessen. Oh, das ist ja schön. Ja. Die geht jetzt in den Backofen, gefüllt mit Knoblauch, Zitrone, Rosmarin, Olivenöl und Salz, Pfeffer. Schöne klare Augen, das habe ich gelernt. Genau, an so klaren Augen erkennt man, ob der Fisch frisch ist und wenn er nicht riecht. Ja. Jeden Morgen gucke ich Johann in die Augen und rieche dran. So. So. Ich kann schon mal eins dazu sagen, dass die Kalbsknödel auf jeden Fall frisch sind, denn ich habe jetzt gerade angebraten hier schön mit Kräuter, mit Salbei, mit Thymian. Super. Wir machen jetzt da oben drauf schön diese Butter. Ah, Leute, das ist Gaumensex hier. Guck mal, das ist ja. Das ist richtig lecker. So, da tun wir jetzt noch mal schön drauf, ein bisschen Salz und Pfeffer. Boah, Johann, das sieht aber schön aus. Sehr schön, gell? Meine Herren. Das kommt jetzt in den Backofen und das werden wir nachher gemeinsam schön genießen. So. Johann, ich tausche Forelle gegen das Gedöns. Ja. Das sieht mal lecker aus. James, von dir möchte ich was wissen. Hier? Ja. Ich bin Ich möchte von dir einen Geheimtipp wissen. Weil, James, guck mal, gestern 86 Jahre geworden. Was ist dein Geheimtipp, dass du so fit bist, so sportlich, weißt du, du tanzt doch die Tonschuhe und dann deine Frisur, weißt du, mit 86 ein Zopf. Wenn ich die anderen angucke, weißt du, da gibt es so ein paar Blues-Sänger, die tragen wegen ihrer Plaid ein Hütchen und du hast einen Zopf mit 86. Das habe ich mir so gedacht, deswegen. Deswegen? Ja, ich habe keine Haare mehr. Und wenn sie keine Haare mehr haben, setzen sie die Hut auf. Aber dann riechst du wieder einen Zopf wie früher. Das finde ich gut. Was machst du denn morgens, dass du so frisch bleibst? Hast du irgendwas, wo du sagst, so morgen die ersten Tautropfen vom Klee weglutschen oder irgendwas? Morgen. Ich mache Frühstück morgens haben. Was? Frühstück mache ich morgens. Frühstück machst du morgens? Ja, was ist das Frühstück? Was? Selber oder lässt du machen? Nein, das mache ich schon selbst. Was denn? Apfelsinen frisch ausquetschen. Ne? Ja. Und Apfel schälen und reiben natürlich. Ein Apfel reiben, ohne Schale, ja? Ja. Und dann? Und dann will meine Frau noch so eine, was sagt ihr dazu? Was ist das? Dieter, was ist das? Hafer. Hafer? Haferflocken. 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 Aber Hafer ist selten bei Frühstück. Aber Haferflocken habe ich schon mal gehört, ja. Das heißt also Apfel reiben, Apfelsinensaft, genau. Und Haferflocken. Ja. Und das reicht morgens? Das reicht morgens, ja. Jung, du kriegst keinen Speck mehr von mir, das ist vorbei. So. Nee, noch nicht. Nein, nein. Jetzt kommen die. Das muss richtig kochen. So, jetzt hast du ja, glaube ich, zumindest habe ich das gelesen, angekündigt, das soll die Last Tour werden, die letzte Tour. Was machst du denn danach? Musik. Musik. Aber du machst jetzt so quasi. Vielleicht. Vielleicht schauen wir mal. Die Unternehmen haben ja da 40 Musiker und 40 Mitarbeiter. Und das ist kostet einen Haufen Geld. Kostet viel Geld, klar. Ja. Und wenn wir nicht viel. Ihr habt ja Zuschauer hier. Aber wenn wir nicht so viele Zuschauer haben, dann können wir nicht weitermachen. Dann müssen wir aufhören. Ja, aber dich lieben die Leute doch. James Last lieben doch die Leute. Deine Musik. Hallo? Also. James, ich muss dazu etwas sagen, was mich sehr berührt. Ich bin ja als, wie ich sage, in der Steiermark auf einem kleinen Bauernhof groß geworden. Und ich kann dir sagen, meine Eltern, für die war James Last Musik das Größte. Und da gab es noch diese Musikkassetten, was mit dem Loch in der Mitte da. Die, ja, da haben wir, das lief den ganzen Tag. Also ich muss wirklich sagen, da Traumschiff-Melodien und was es alles gab und dann die ganzen Platten von dir. Also für mich ist es heute ein besonderer Tag, mit dir hier zu kochen. Wirklich. Großartig. Großartig. Wir haben ja vor ein paar Jahren oder einigen Jahren schon mal zusammengearbeitet. Ich glaube, es gibt sogar ein Foto hier, wenn wir das vielleicht sehen können, wo wir zusammen beim ZDF in Mainz, weißt du noch? Wintergarten. Ja. Das möchte ich jetzt, vielleicht kommt das Foto gleich, dann schauen wir uns das an. Wir haben ja gereizt hier. Schau her. Horst, guck mal. Johann Lafer mit viel Haaren, James Lars, ganz jung.
toll, ja. Wahnsinn. 20 Jahre, oder? Ja, mindestens 20 Jahre her. Das ist traumhaft, wirklich. Johann? Ja, bitte. Weil James Last hat ja jetzt Generationen geprägt und ist als lebende Legende weiter da. Eigentlich müsste ja jeder seine Lieder kennen und zuordnen, oder? Wir spielen mal ein und mal gucken, was du rauskriegst. Und, was denkst du, was ist es? Fernsehmelodie. Für Uschi Glas gemacht? Ja, wie hieß das jetzt? Na? Ja, ich gebe das liegt mir auf der Zunge. Zwei Münchner in Hamburg. Ja. Noch ein. Komm, noch ein. Ein noch. Na? Ja. Hat was mit Medizin zu tun? Der Landarzt. Johann! Yeah. Gratulation. Weißt du, was wir unseren Kindern morgens immer vorspielen? Komm, einen haben wir noch. Jetzt wird's ganz schwierig. Einen haben wir noch. Ich weiß es, aber ich kann es nicht sagen. Pass auf, ich sag mal so, es gibt einen Hirten und der ist einsam. Vielleicht heißt es auch der einsame Hirte. Gut, aber es ist auf jeden Fall wunderschön. Ja, es war der einsame Hirte. Der einsame Hirte, ja. Ja, von James Last. Komm, wir machen Kindern noch einen. Immer vorspielen bitte? Morgens. Bitte? Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung. Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung. Ja, das ist ein Lied, das spielen wir immer unseren Kindern morgens vor, damit sie sich beruhigen. Ach, wie schön. Ja. Komm, ich habe aber noch eins in petto. Noch eins, weil es so schön war. Ja? Okay. Ja. Du musst nur den Interpreten raten. Das ist ganz überraschender Interpret. So. Lass mal laufen. You didn't have to hurt. Ja, das ist Elvis, das weiß ich. Genau, Elvis! Ja. Und es ist... Wusstest du, dass James Last für Elvis Presley geschrieben hat? Na, vor allem hat er das Lied gesungen. Also das ist wirklich großartig. Ich meine, was will man mehr? Ja. Danke. Danke. Wahnsinn, ne? So, jetzt müssen wir die Melodien raten, aber das musst du. Bei all den Themen müssen wir trotzdem hier das Krembolé reinschieben. Ich habe da ein Handtuch unten reingelegt. Diese Masse von dir, die ja mit dem Eigelb jetzt quasi dickflüssig gerührt worden ist über Wasserbad, steht jetzt hier in einem Blech und jetzt kommt Wasser dazu. Und dann schieben wir jetzt diese Creme Brûlée bei 90 Grad in den Backofen, damit das Eigelb mit der Flüssigkeit stocken kann, ja? Und später wird es dann mit braunem Zucker abgeflammt. Ich schiebe das hier rein, vorsichtig. Und du kannst schon mal die Erdbeeren halbieren, bitte, gell, James? Das kann ich. Die Erdbeeren halbieren, bitte. Das kann ich. Aber ist er nicht heftig? Eben noch Elvis und schon steht er wieder am Herd, ne? So, dein Debütroman Rosenjahre. Eine Liebesgeschichte, die wirklich dich hier trifft und da trifft. Und das ist die Liebesgeschichte deiner Eltern. Ja. Die hast du aufgeschrieben. Erzähl mir ein bisschen darüber. Danach erzähle ich dir noch was zum Kochen. Habe ich wieder was falsch gemacht? Nein, aber okay. Ich passe ja jetzt auf. Also, das ist die Geschichte meiner Mutter. Meine Mutter, wie sie mit 18 Jahren einen jungen, gut aussehenden Iraner auf dem Münchner Oktoberfest kennengelernt hat, auf der Wiesn, und sich in ihn verliebt hat und dann in den Iran gegangen ist. Guck mal, wir haben sogar ein Foto. Warte mal. Ja. Guck mal da, ist das hier ein Traumpaar? Eltern. Wahnsinn. Das ist ein Applaus wert, Kinder. Der Mann ist... Sehr, sehr hübsches Paar.
Dankeschön. Meine Mutter. Meine Mutter hat ja 20 Jahre in Persien gelebt, also im Iran gelebt. Und das war eben noch der Iran vor der islamischen Revolution. Also die Schahzeit sozusagen, Frauen im Minirock. Und also man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass es mal in Teheran anders zuging als heute. Das war mal ein sehr westlich orientierter Staat. Ja, ne? Der modernste Staat im Nahen Osten, hat man immer so gesagt. Also es gab Richterinnen, Polizistinnen, Diskotheken, alles und so. Es hat sich ja alles sehr geändert. Aber meine Mutter war auf der Wiesn, wie man sagt in Bayern, zusammen mit ihrer besten Freundin Edeltraut. Und mein Vater war ein junger Maschinenbaustudent, der in Deutschland studiert hat und war mit seinem Cousin da. Und der Cousin warf ein Auge auf Edeltraut. Auf die Freundin deiner Mutter. Ja, und meine Eltern sind nur als Anstandswauwaus sozusagen zum ersten Date mitgegangen. Aus Edeltraut und dem Cousin wurde nichts, aber meine Eltern haben dann 4 Kinder gehabt. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ja. Aber ich glaube, das Heftigste an dieser Liebesgeschichte ist doch, zumindest auch für mich, dass deine Mama dann tatsächlich in den Iran geht. Ja, 1958. Da muss man sich mal vorstellen. Ja. Was haben denn deren Eltern gesagt, als sie sagte, ich gehe in den Iran, da ist meine große Liebe? Ja, meine Mutter lebte ja nur mit meiner Großmutter zusammen. Die waren sozusagen eine Zweier-WG, also eine kleine Familie. Und das war natürlich, glaube ich, ein großer Schock, ne? Weil der Iran, Persien, das war damals nicht mal kurz ein paar Flugstunden entfernt, sondern man musste wirklich 2 Tage fliegen, um dahin zu kommen. Und ich glaube, alle Freunde und Arbeitskollegen und so waren wirklich extrem entsetzt. Dass ja, die hatten doch bestimmt Panik, man hatte ja Vorurteile zu der Zeit. Wir sind ein Harem Ende, ne? Verkauft und so und alles. Aber das war dann nicht so, aber meine Mutter trotzdem, sie hat dann auch so gesagt, ach, ich schaue mir das doch alles nur an. Und hat dann meiner Oma noch nicht mal gesagt, dass sie da ganz schnell geheiratet hat. Sie hat heimlich geheiratet? Ja, oh Gott. Ja, es war lange Zeit. Ach so, da ist der Löffel. Ich war gerade am gucken, wo sie ist. Guck mal, da haben wir ein Foto von der Hochzeit. Also eigentlich ein Märchen wie 1001 Nacht, oder? Bisschen schon, ja. Also es ist vor allen Dingen eine schöne Liebesgeschichte. Wie viel Persisch steckt noch in dir? Einiges, also die Liebe zur Küche. Ehrlich? Ja, die. Ui. Auch wenn ich nicht kochen kann. Ja, aber das verstehen jetzt viele falsch. Ja. Wieso? Ja, wenn man sagt, die Liebe zur Küche heißt ja nicht unbedingt die Liebe zum Kochen, sondern man trifft sich in der Küche, man erzählt in der Küche, da spielt das Leben in der Küche. Ja, wenn ich in meine Küche gehe, sitzt Johann vom Backofen und guckt zu. Naja. Und Schauspielerin war früh klar? Ja, immer schon, ja. Wollt's immer schon Schauspieler? Das war immer schon klar. Ich wollte immer schon das machen, singen und spielen, das wollte ich immer schon machen. Beim Singen, da habe ich noch eine schöne Geschichte. In deiner ersten Band, in der du warst, ich bin ja informiert. Ja. Da warst du nicht so wahnsinnig lange, ne? Die haben mich rausgeschmissen, ja. Ja, erzähl mal warum. Finde ich geil. Ich glaube, ich war 15 und das war die Band. Ich war damals mit einem jungen Mann aus meiner Klasse, bin ich gegangen, der Saxophon gespielt hat, wie es in den 80ern üblich war. Ich warte. Und dann hieß es, ja komm, du kannst doch vielleicht ein bisschen im Hintergrund singen. Im Hintergrund? Ja, Backing. Und dann war ich hatte ja keine Ahnung, wie so eine Band funktioniert und wie laut das ist. Und dass man sich überhaupt nicht hört. Und hast du schon mal, wenn du so Kopfhörer aufhast, zum Beispiel mitgesungen und dann das zufällig hat jemand aufgenommen oder hast du jemandem zugehört, der das macht? Wenn man sich nicht hört, dann singt man einfach wahnsinnig falsch. Wir probieren mal, Johann, wie sieht es bei euch zwei aus? Ganz kurz. Sieht sehr gut aus, wir sind sehr gut unterwegs. Guck mal, James hat perfekt diese Erdbeeren halbiert, hat die Minze gezupft. Ich habe hier eine Marinade gekocht aus Zucker, Vanille, weißen Rum und Limettensaft. Und jetzt gibst du das bitte dazu und tust es schön marinieren mit 2 Löffeln. Das wird der Erdbeersalat, ja? Und dann schauen wir nach der Creme Brûlée. Aber erstmal das schön marinieren jetzt.
Hier ist noch ein zweiter Löffel. Und ich habe da vorne in der großen Pfanne, so mache ich so ein wunderschönes Frühlingsgemüse. Weil jetzt ist ja wirklich die beste Zeit für Gemüse. Jetzt kommt wieder alles aus dem Boden. Und zwar habe ich hier Frühlingslauch, Karotten. Die tue ich jetzt beide glasieren mit etwas braunem Zucker. Ich habe sie kurz vorher im Wasser abgekocht, die Karotten. Und jetzt tue ich sie schön schmoren und glasieren. Und ich habe hier abgekocht in Wasser auch etwas Spargel, grünen Spargel und Zuckerschoten. Die kommen dann auch dazu und dann kommt noch frischer Basilikum drunter. Und dann haben wir zu dem Ganzen ein sehr schönes Gemüse. Und dann mache ich noch dazu einen schönen Kräutersalat mit Spinat und Brunnenkresse. Das ist nachher eine wunderschöne Beilage. Und Sie sehen auch hier immer beim Kochen schön langsam schmoren, das Gemüse nicht zu heiß machen. Das muss alles schön gleichmäßig garen. Die Vitamine müssen drinnen bleiben und es dauert vielleicht 2 Minuten länger, aber es ist trotzdem dann ein richtig schönes, frisches Frühlingsgemüse mit herrlichem Aroma und sieht einfach gut aus. James, hast du Elvis Presley persönlich kennengelernt? Nein, nie. Leider nicht, nein. Nein? Sein Büro habe ich gesehen und da hat er gleich von mir die Noten geschnappt und hat es aufgenommen, den Titel. Ja? Ja, ich habe ihn gar nicht gesehen und er hat auch nur... Ja. Schade. Was ist so in der Musikbranche dein persönlich größtes Erlebnis, das du im Laufe deiner Karriere hattest? Oder sind so viel, weil man das ja... Ja, aber ich sag mal so... Karriere ist ja lang genug. Wenn ja, aber ich meine... 86 Jahre alt bist, dann hast du... Aber es gab ja auch einige Momente möglicherweise, die dich auch sehr, 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 sehr berührt haben, zum Beispiel. Ja, es ist ja... jeden Abend ist ja eine tolle Sache, wenn du vorm Orchester stehst. Und die Musiker spielen so toll, wie du jetzt vorgestellt hast. Und dann vorne das Publikum. Das ist jeden Abend ein tolles Erlebnis. Und für mich. Sagen wir nochmal, 20 Jahre jünger wärst, würdest du was anders machen? Nein. Nichts. Absolut dasselbe. Ja. Dasselbe würdest du machen? Ja? Ja. Das ist mein Leben, habe ich ja gesagt. Musik ist dein Leben? Ja. Ich habe aber eine ganz andere Frage, weil ich hab was rausbekommen. Und zwar, James, du hattest damals, komm ruhig dazu, Jasmin. Gerne. Ja? Du hattest 1973, hast du eine Art Freizeitheim gebaut. Ja. Ja? Das klingt ja jetzt sehr harmlos. Das war ein Freizeitheim für deine Musiker, ne? Mit Frauen. Mit Frauen. Ihre eigene Frau. Das Schöne finde ich, weiß ich nicht. War ganz toll gedacht. Du musst dir das so vorstellen. In der Mitte war eine Bar und rundherum waren die Zimmer für die Musiker. Das heißt, die mussten gar nicht weit laufen. Das heißt, sie konnten immer wieder direkt zurückfallen in ihr Zimmer. Sag mal, das war doch in Wirklichkeit nur was zum Saufen, oder? Oder? Musiker trinken. Guck mal, wer war alles da? Otto Walkes, Maffei, Lindenberg. Guck mal, da ist ein Foto. Du weißt alles. Guck mal, was da abging. Jetzt erzähl mal, die hatten alle einen Schlüssel und konnten hin, wann sie wollten. Ne? Genau. Einfach als Freizeitheim. Kühlschränke waren alle voll. Wurde jede Woche. Habt ihr früher als Musiker auch was getrunken, ab und zu mal? Nein, Johann. Na, früher ihr habt die Flaschen angeguckt. Moment. Dann bin ich an dem Bus saßen und fuhr in Richtung Heimat, also das heißt nach Hamburg. Ja. Da fragte der Musiker mal den Busfahrer: Rudi, wie lange fahren wir noch? Hat er gesagt: 4 Flaschen. Aber die Musiker haben alle ihre eigenen Frauen mitgebracht, oder? Ja, soweit ich das sehen konnte, ja. Soweit du das sehen konntest, das ist schön. Oder wurden die über die Jahre auch schon mal so ein bisschen durchgetauscht? Musiker? Nein, die Frauen der Musiker. Nein! Nein! Das war richtige Liebe. Die haben doch richtige Musik gemacht. So wie es sich gehört. Er hat sogar tatsächlich eine goldene Schallplatte bei der Grundsteinlegung mit einbauen lassen. Stimmt das? Ja. Dafür hat die Band mir für einen Geburtstag eine große Platte einbauen lassen von der Michaeliskirche. Ach, toll. Ja. Was ist heute mit dem Freizeitheim? Nicht, dass wir alle so alt wurden, aber das wurde hier als Altersheim
abgegeben. Aus dem Freizeitheim wurde ein Altersheim. Ja, wir sind alle älter geworden. Also ist nur noch Maffei und Lindenberg da. Entschuldigung. Na komm, wir gehen dazu. Ich möchte mal zum Kochen kommen. Weil das wird nämlich meistens übergangen, dass wir auch tatsächlich kochen. Du hast dein Süppchen gemacht, ganz kurz erklärt. Du hast am Anfang die Butter hervorragend angebräunt. Ja, beim zweiten Versuch. Bisschen Zwiebelchen, Knoblauch angeröstet. Genau. Mit Gemüsebrühe, also mit Mehl abgestoppt, Gemüsebrühe. Dann die Stiele von den 7 Frankfurter Kräutern schön mit einziehen lassen. Mhm. Bisschen Salz, Pfeffer. Mhm. Kräuter raus, die Stiele. Muskat. Dann gewürzt mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss. Genau. Und die Kräuter feingehackt wieder dazu. Mhm. Mir schmeckt sie sehr gut. Die Garnelen hast du vorher schön eingerieben, hast hier eine schöne Marinade gemacht. Mit frischem Thymian, Knoblauch, Olivenöl, auch Salz, Pfeffer. Eingerieben, Schürz angebraten. Das heißt, da schon fast so weit, dass wir pürieren können und anrichten. Hier habe ich den Brokkoli schön knackig blanchiert. Schön mit Mandeln angeröstet. Mhm. Jetzt mache ich Kartoffelstampf und guck dir mal unsere Forellen an. Nur damit die Herrschaften sehen, dass wir auch kochen neben dem Labern. So sehen die aus. Ja. Die sind jetzt gleich soweit. So, Johann, bist du denn auch soweit, dass es fast zum Essen kommt? Nicht zu dunkel, aber guck mal hier, perfekte Crème Brûlée macht der James. Guck mal hier, schön abgeflammt hier. Runter. Ah, darfst du zeigen? Hier drauf. Und guck mal, Horst. Wenn man jetzt im Frühling sich so ernährt, mit so richtig schönen frischen Gemüse, standschonend zubereitet hier, dazu schönes Kalbfleisch, dann schmeckt das einfach richtig lecker. So. Johann, das finde ich übrigens sensationell, dass du schön die Möhrchen glasierst. Weißt du, so sehen sie wenigstens aus wie Möhren. Es gibt ja so Köche, die schnitzen da draus wieder Röschen und legen die auf den Teller. Nein. Weißt du, da denkst du, du isst eine Rose, warum schmeckt die verdammt nochmal nach Möhre? Das ist ja auch doof. Ne? Genug. Und, schmeckt's dir? Ist genug jetzt, nichts mehr. Aufgeschäumt, richtig. Schäumen noch mal ein bisschen weiter auf und dann können wir anrichten. So. Jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen so einen Teller, machen darauf jetzt eine Crème Brûlée. Und zwar hier auf die Seite. Nehmen wir die Form, dann ist schön. So, siehst du? Und du füllst jetzt mit dem Löffel hier den Salat ein. Magst du gerne Püree? Und dann dekoriere ich den Teller. Kartoffelschanken liebe ich. Hm? Meinst du, das reicht? So, Leute. Das reicht, ja. Oha. Guck doch mal das Kalbskotelett an hier. So, dann richten wir an. Das ist wahnsinnig schön. Hier sind deine Schälchen für die Suppe. Alles, was du nicht brauchst, da hinten schieben. Mach dir vor deine Kelle. Guck mal hier, kann man euch das mal zeigen hier? Schön rosa. Schön saftig. Lecker. So, Kalbskotelett, dann den Erdbeersalat, noch ein bisschen mehr Erdbeeren da reinmachen. Ich mache noch ein bisschen Salat an jetzt gleich. Ihr seid alle so stumm. Bitte? Habt ihr noch Hunger, was? Du musst hier rein. Ja. Also eins muss ich euch sagen, Leute, wenn ich mit 86 noch so kochen kann wie James Last, dann bin das ich sehr glücklich. Das machst du bestimmt. Johann. Nee, das ist hast du fantastisch gemacht. Wobei, Johann, ich bin mir sicher, die 2 Jahre schaffst du auch noch. James, setz dich wieder hin vorne. Johann, ich finde die 4 Köche aber auch sehr hübsch daneben. Ist das eine doofe Anspielung auf mich oder gibt es die jetzt im Merchandise-Shop von uns? Guck mal, die sehen doch süß aus.
Nee, die habe ich. Ach, das ist der kleine Johann. Nein. Ich habe die extra gekauft, weil ich sage, du vergisst immer, was du machen musst. Kannst in Zukunft schon her bei dir auf deinem Tisch da vorne immer oben das dran kleben und kannst dabei lesen, damit endlich mal das Rezept in Ordnung ist. So ist mein Johann zu mir. Es ist wahre Liebe. Wie findest du das? Ich finde, ich hab's gut gefunden. Es steht vor mir. So. Das war jetzt böse. So, jetzt schaut's mal, Leute. Jetzt kommen wir mal zum ersten Gericht. Warte. Creme Brûlée mit Erdbeeren. Und daneben dieses Kalbskotelett mit Mozzarella, frischem Basilikum, Frühlingsgemüse. Also James, komm her, wir sind fertig. Und was die anderen machen, komm, setz dich hin. Magst du einen Teller Suppe nehmen? Ja. Und nicht, dass ihr glaubt, wir wären nicht fertig geworden. Ich habe nur noch mal Hand angelegt. Das ist meine Forelle im Backofen gemacht mit schönem Kartoffelstampf. Den schönen Brokkoli. Und natürlich das lecker Süppchen. So, die Frühlingskräutersüppchen mit Garnelen. Ups. Liebe Jasmin, bitte schön hier. Oh, danke sehr. Sehr gerne. Aber freue ich mich jetzt auf. Vermisst in Berlin. Also das wird eine Sensation. Letzte Spur Berlin. Letzte Spur. Vielleicht kann er ja mal mitspielen. Ich finde, ihr beide. Wir beide? Oder einer von euch hat den anderen entführt und irgendwie als große Konkurrenz oder sowas. Das macht er jeden Tag mit mir, verstehst du? Erstmal bedanken wir uns bei unseren beiden sensationellen Gästen. Vielen Dank. Stopp! Moment. Ich habe noch einen Wunsch. Wir hatten nicht nur wunderbare Gäste, wir haben nicht nur wunderbar gekocht, aber ich habe einen ganz besonderen Wunsch, der liegt mir am Herzen. Können wir heute einmal aufhören bei Laferlichter Lecker mit der Traumschiffmusik? Bitte.